meinem Hintergrund, wenn ihr da noch seht, wo noch die Leiter steht, da werde ich, keine Ahnung. Aber der Raum sieht ja riesig aus. Der ist nicht so riesig. Sieht nur so aus, das wirkt nur so. Sieht so aus, als wären hinter dir 5 Meter noch. Oder 4. Ja, 2,5, 3. Ungefähr. Oh, wir wurden wieder gebalanced, wie ich sehe. Aber es geht. Ja, 1,7er, das ist ja. Da wollen wir uns jetzt nicht beschweren. Wohin willst du denn fahren? Links? Ist okay. Ich fahre überall hin mit dir, aber halt langsam. Was bist du denn? In die mächtige Warspite, the old lady. Oh ja. Schönes Schiff, die Warspite. Wunderschön, ja. Ich muss mein Chat immer zwischenzeitlich testen. Nee, der funktioniert noch. Ja, guck mal, das ist der Fluch, ne? Das ist echt mein Fluch in diesem Dreckspiel. Guck, was geht ab? 99% der Fälle kommt der Träger immer da, wo ich lang mache. Ich werde dich mit meiner mächtigen Anti erschützen. Ja, ach, schau ich. Das ist eine kleine Wohnung, okay, ja. Schau ich, ist eine kleine Wohnung mit 130 Quadratmetern. Die ist nicht so groß tatsächlich. Also insgesamt sind es knapp 80. Ja, ist auch groß, hallo. Ich wohne auf weniger als der Hälfte. Glücklich. Was soll ich machen, ja. Also ich hätte auch lieber eine kleinere Wohnung tatsächlich. Ich mag es klein und gemütlich, aber hat sich nur mal angeboten und musste schnell gehen. Und, ja. Hätte die Wohnung noch ein kleines Kapuff, dann würde ich mir auch ein Gaming-Zimmer da reinrichten. Aber nur ein Kapuff. Ich brauche nur so einen kleinen Spalt, wo ich mich reinzwängen kann. Eine Abstellkammer. Eine ja, Besenkammer. Ja. Ja. Schreibtisch, PC. Läuft. Mehr braucht man nicht zum glücklich sein. Vielleicht noch über den scheiß Berg kommen. Ja, das wär's. Das wär's natürlich. Ey, fliehen die vor uns? Oh shit, das ist eine Lion. Oh, ein Leon meine ich. Also entweder fliehen die oder ich fahre jetzt rein. Ich glaube, das ist ein Leon. Ja, aber es ist nur eine Leon. Schieß mich tot. Ja, natürlich nur. Jetzt, wo ich geschossen habe, fällt dir nichts Dämlicheres ein, als aufzugehen. Das ist klar, ne? Und dann gehst du wieder geschmeidig zu. Aber die Sané hat gelutscht. Also, die hat keinen Bock mehr, glaube ich, auf B. Ich bedauere nicht, sobald ich Zeit habe. Ja, aber ganz im Ernst, also ich hätte wirklich lieber eine kleinere Wohnung. Weil gefällt mir der Schnitt der Wohnung nicht so geil, weil da, wo ihr seht, also da ist die Küche eigentlich, also die ich noch nicht besitze, weil ich kann mir einfach keine Küche kaufen in der ersten Zeit. Das ist hier mein Büro. Dann geht von dem Büro dahinter mir geht's ins Wohnzimmer und vom Wohnzimmer geht's ins Schlafzimmer quasi. Das ist wie so ein Schlauchlevel quasi. Das ist ein Schlauchlevel, sehr gut. Call of Duty hat diese Wohnung gebaut. Ich meine, Activision hat diese Wohnung gebaut. Ich weiß nicht, er wollte heute nicht spielen. Ich hab ihn genötigt, aber er wollte nicht. Nein, ja. Er hat mich genötigt. Und er wollte nicht. So ist es. Wir machen danach mit Anno weiter und das Streamchalk ja auch. Aber in 2 Stunden, da werfe ich die Kiste nicht an. Da hört ihr es. Für 2 Stunden seid ihr es nicht wert. Ja. Wenn ihr trotzdem Millionen Doneten wählt, könnt ihr dann Primes Hungerhilfe spenden, wenn ihr wollt. Keine Angst. Ich weiß nicht. Theo, ich weiß nicht, auf was für Spalte du stehst, aber. Das könnte man auch missverstehen, lieber Theo. Das wollte er ja, damit er rein. Theo ist ein kleines Schweinchen. Nein, ich meine nicht. Oh, ja, egal. Ich hab noch ein bisschen weiter gedacht, also um eine Ecke weiter gedacht. Verstehe ich nicht. Ah. Wut!
Ich weiß nicht, was ich hier mache, Prime. Ich kann irgendwie alle wegsenden. Ja, deswegen kommst du endlich mit, oder was? Ich bin doch schon unterwegs. Ja, ja, aber wohin ist das die andere Geschichte hier? Ja, das Problem ist jetzt noch ein Fuso und ein Schorsch. Ja, ja, sei froh, solange da noch was ist. Ich hab 4000 Schaden gemacht bis jetzt mit dem Ding geflecht. Echt 11? Bin mich jetzt auch nicht mächtig und stark. Ah, hätte ich doch geschossen. Ich hätte auch ganz gerne, also ich könnte auch mein Büro im Schlafzimmer machen quasi. Also das irgendwie tauschen, also hierher das Wohnzimmer quasi, dann das Schlafzimmer dann dahinter und das Büro ganz am Ende. Das Problem ist aber, im Schlafzimmer sind an zwei Ecken, also an zwei Fronten Fenster. Und nee, ich hab Bock, dass die Leute sehen, wie ich da zocke. Sorry, aber... Da kann man auch einen Vorhang machen. Ja, schon, aber... Wäre sowieso keine schlechte Idee, oder willst du lieber, dass die Leute sehen, wie du schläfst? Ja, das möchte ich wiederum. Klingt nicht so, als hätte er das gut durchdacht. Das ist Kunst, ja. Der schlafende Mensch. Was ich genau arbeite, ne? Büro im Schlafzimmer, ja, ja. Homeoffice, ja, Homeoffice. Danke, ist im liebenden Gewerbe tätig, ist er. Ich bin Betttester. Im liegenden Gewerbe, ist er. Aber Schalke macht seine Arbeit gut. Ich hab die Fuße übrigens vertrieben. Jetzt muss sie noch jemand töten! Ich hab sie gerade getötet, schon fast. Ich hab sie gerade getötet, voraus. Schon fast. Oh nein! Ja, ich töte sie jetzt. Wenn ich sie nicht verfehle, dann töte ich sie. Ein typischer Schalke, sag ich dir. Nein! Die hat überlebt mit 200, Alter, leider ja nicht. Hat sie Team Catfish geholt. Weißt du? Katzen leckern sich die Finger. Das ist noch ein Junior Cesare. Ja, ja, nicht mehr lange. Ich habe einen Träger gefunden. Ich bin außer Reichweite. Ja, siehst du, wirst du nicht so campen da hinten? Ich habe nur 40 Kilometer Reichweite, mein Freund. Campen. Aber ich schließe auf. Schließe auf. Hier die Rand, ja. Du wirst zwar lachen, aber ich mach das wirklich. Der Träger. Was, der fliegt mich an? Weil er keine anderen Sorgen hätte. Also, Julio ist immer noch nicht raus. Ich weiß. Also wenn ihn nicht eine Warspite irgendwie bedrängen würde, weißt du? Ja, aber eine Warspite ist langsam. Eine Heiziger, mein Freund. Bevor er auf dumme Ideen kommt, knall ich ihn jetzt lieber rein vor den Latz. Auf der Shores mache ich nur. Ah, shit, das ist schwer. Haben wir schon mit einer HE-Zieher als mit einer AP-Zieher? Wow. Ja, ist klar. Ach, komm. Ja, wird schon sein. Ah, ich kann mir doch jetzt rein anwinkeln. Pass auf, Julio Cesare wird getorben. Oh, das ist noch ein Iron Duke. Iron Duke gefährlich? Oh shit, das ist doch Julian. Julian ist unser Prime. Ja, ja, die fährt hier ihre Runden. Ach, gehst du jetzt? Die geht nicht raus. Ich hab geschossen wie Arsch und Zwirn. Julius selber hat mich gerade bereit erwischt mit AP. Wie würde das denn passieren? Ich knall jetzt die Ranger raus und dann gehe ich zu. Ich hab keinen Bock, hier Penis-Spiele mit der Chance zu spielen. Und so fickt mich noch. Ach komm, hör doch auf, ey. Hör doch auf, du schießt auf mich. Ich guck gar nicht zu dir, ey. Ich guck nicht zu dir. Egal mit wie viel Türmen du auf mich schießt, Leon. Da. Wir drehen, wir drehen. Ah, weißt du, Sharky schützt mich nur vor unqualifizierten Aussagen. Das finde ich gut. Beschütze dich, damit dein Gefühl nicht verletzt wird. Ich bin dein Bodyguard. So ist es.
Ich habe dieses eine Lied für mich gesungen. Das komponiert. Houston hat gesungen. Das glauben alle, aber eigentlich hast du gesungen. Oh, naja, Alien. Weißt du, die verlieren alle Caps, aber die kommt nicht her oder so. Nein, die wird weg. Scheißegal. Caps sind nicht wichtig. Nur HE ist wichtig. Ich habe übrigens. Ah, scheiße, ich habe das eine Cap nicht gecapped. Ich habe nur also mitgeholfen hier. Ah, sieht aus Reichweite gleich. Das ist nicht gut. Ah. Träger habt ihr rausgesnackt, ne? Was heißt gesnackt? Heroisch gefochten habe ich mit ihm. Und den Teamsieg abgerungen habe ich ihm. Heiliger gegen Iron Duke! Um Gefühl zu verletzen, bin ich meistens zu. Was? Also, wenn ich weiß nicht, wusste ich nicht, dass Prime so sensibel ist. Wir sind alle sensibel, oder? Wir haben alle Gefühle. Ihr denkt nur, weil wir hier vor der Kamera sitzen, weißt du, oder streamen und uns zum Affen machen für euch, denkt, dass wir keine Gefühle haben, oder? Und dass wir uns das nicht anmerken lassen, ne? Aber wenn die Kamera aus ist, dann weinen wir bittere Tränen. Dann weinen die Clowns, ja. Dann weinen die Clowns. Dann weinen die Clowns. Hat niemand Clowns Joker gesehen? Und Clowns-Tränen sind bittere Tränen. Ja. Die bittersten der Welt. Schau doch mal Joker an, dann wisst ihr, was euch blüht. Ganz genau. Ich fühle mich wohl in der Iron Duke. Das ist eine verkannte. Iron Duke, ja, in der Warspite. Das ist eine verkannte Größe, würde ich mal sagen. Habe ich noch eine Null an meinen potenziellen Schaden rechere, dann habe ich auch fast genug getankt. Bin ich empört. Übrigens mache ich, glaube ich, am Samstag einen etwas längeren Mountain Blade Stream, und wir ein bisschen weiter ins Spiel reinschnuppern können. Ah, Mountain Blade ist schon geil, gell? Ja, es ist schon mega gut. Vor allem die Beladung und Schlachten sind dann später richtig gut. Ey. Aber am Samstag oder am Sonntag musst du auch Survival Evolved spielen. Was? Balancen das noch heute. Ja. Morgen Finaltest. Aber wir haben schon gleich gewonnen. Das lohnt sich nicht mehr zu schießen. Das ist nicht. Ja, schade, schade. Muss ich erst noch runterladen. Habe ich, glaube ich, gar nicht installiert. Und Valguero muss auch runterladen. Wen? Valguero. Das ist die freie Map, auf der wir spielen. Die ist riesig. Gut. Die ist nicht so groß wie Ragnarök, aber die ist neu. Aber ist auch riesig. Ah, gut. Lass mal an. Kriegen wir hin. Tier 6 Carry. Mit der New Orleans. Was? Ja, ja, mit der New Orleans, das stimmt. Der hat auch ein bisschen reingebuddert. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Mir gefallen.